Ich bin ja immer wieder froh, dass diese Hütten nicht für einen gehörten. Das war auch steil rauf, ja? 10 Kilometer auf dem Wir am Weg Community Trail. Hallo und Grüße aus München. Ich bin Flutterby und heute geht's auf den Wir am Weg Community Trail. Und dafür haben wir uns eine Strecke ausgesucht, die ich noch nicht gezeigt habe, aber schon mal gegangen bin. Nämlich den Beethoven Wanderweg 40. Ja, und da nehme ich einfach mit, weil da ist nämlich laut. Und das wird auch noch einige Zeit so bleiben, bis wir aus Mödling draußen sind. Ja, Wahnsinn, übrigens glaubt es, dass wir da irgendwie einen Trail hätte, der so einen Einstieg in den Beethoven Wanderweg. Dann ist das leider nicht so. Offiziell steht da kein Schild und nichts. Und noch viel besser, es gibt da unterschiedliche Varianten vom Beethoven-Wanderweg. Und bis überhaupt einmal die Markierungen anfangen, ist das auch schon so eine Sache. Weißt du, was diese Erhebung da vorne ist, diese bewaldete? Ja. Der Eichkogel. Okay. Ein anderer Eichkogel ist der Wiener Eichkogel. Ja, noch nicht ganz 1,3 Kilometer hat man da vorne so das Gefühl, dass es aus ist und dass man ansteht. Jetzt müssen wir leider wieder umdrehen. Wann geht der nächste Zug? Ja. Ich glaube, wir werden eine Alternative finden müssen. Es geht da nach links um. Tatsächlich. Es sagt uns nur die Karte. Ja, das ist soweit ich weiß, die erste richtige Markierung, die es da gibt in die Bertha von Suttner Promenade hinein. Davor schaut's mal aus. Ja, jetzt sind wir bei 2 Kilometern und jetzt ist die Durststrecke im Prinzip geschafft. Jetzt sind wir nicht aus Mödling draußen. Da steht zum ersten Mal 40. Jetzt geht die Wanderung eigentlich so richtig los erst. Und offensichtlich denkt sich die Markierung auch, wie man allerdings daher gelangen soll als Fußgänger, das bleibt ein Rätsel. Und da lacht das Wandererherz, oder? Ja. Bürgermeister-Raster, Marktgemeinde Guntramsdorf. Bürgermeister A.D. Karl Sonnweber. Das muss ein gemütlicher Bürgermeister gewesen sein, damit er eigene Rast verdient. He? Ja, das ist da ein kleiner Abstecher. Naturschutzgebiet Eichkogel. Habe ich noch nie gezeigt, werde aber mal einfach einmal machen und ein bisschen durchgehen. Aber nicht heute. Ja, jetzt ist es richtig schön. Jetzt sind wir nämlich am Wiener Wasserleitungsweg. Mit einer wunderschönen Aussicht. Und naja, weil das Wasser gerade fließt, auch ziemlich ohne Höhenverlust immer. Ich bin ein Mini-Hofladen. Schauen wir da mal. Schlafen. Na gut, wenn da also die Socken und die Schuhe versagen, dann kannst du da neu ausrüsten. Da macht die Wasserleitung aber alles bergauf und bergabstück. Ich bin ja immer wieder froh, dass diese Schütteln nicht für einen gehörten. Ja, da muss er die Schuhe und die Leine nehmen. Ja, hast du aber ein goldenes Zaumzeug dabei. Das habe ich nicht. Siehst du, also dann ist es auch keine adäquate Führung. Eine Führung ist ja da gelten. Na, ich weiß nicht.
Was ist denn das da für ein Ort? Ich muss ehrlich sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, alles gut erwischt. Da am Horizont erahnt man die hohe Wand und auch den Schneeberg, die Abhänge da. Hinter dieser Tür befindet sich die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Jede Menge Windräder, schau. Irgendwo muss der Wind schließlich auch herkommen. Ne? Wir nähern uns unaufhaltsam den ersten 5 Kilometern. Dann werden wir dann auspacken. Sehr gut. Also 5 Kilometer sind geschafft. Irgendwo im Nirgendwo vorher kommt er aufs Dorf und eigentlich total schön ein Stück, gell? Ja. Jetzt eine Hütte, gell? Aber da können wir nicht hin, oder? Also ein Bankerl bei der 5-Kilometer-Marke und eine Wasserstelle, schau, sensationell. Ja. Also auf dem Wiener Wasserleitungsweg gibt es tatsächlich eine Wasserleitung. Da oben ist die Banane. So hast du gesagt, ich nicht. Jetzt kannst du dich auf das Eis im Baden freuen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir im Baden sind. Das ist doch sehr hübsch da, oder? Und das ist Gumpolskirchen, ne? Mit der Kirche. Daher der Name. Um 12 sind wir im Baden. Es ist dann Zeit für ein Mittageis. Es ist schon auffallend, wie huftierfeindlich diese Gegend eigentlich ist, ne? Und bist du orientierungslos? Schau mal da auf den Baum. Beethovenwanderweg. Das war arg steil rauf, ja? Ja, man könnte fast vermuten, dass man auf den Baum kraxeln muss, ist aber nicht so. Schau, da ist eine Felswand zu sehen. Und in dieser Felswand ist der Gumpoldkirchner Klettersteig drin. Betreten verboten, die Presse haben es ausgestellt, aber man darf nicht drauf treten. Ja, ich glaube mal gut, dass das Wasser so geländegängig ist. Gell? Ja, da würden einen die roten Markierungen hinaufführen. Das wollen wir aber nicht, wir wollen entlang vom Wasserleitungsweg weiter. Und der geht da unten weiter. Ja, wie man sieht, man findet da am Weg unglaublich viele Ausschanken. Sturm gibt es irgendwann einmal demnächst schon. Ja, und besaufen kann man sich da im Prinzip den ganzen Weg entlang. Sehr gespannt. Ich bin ein Mini-Hofladen. Ja, immer noch schlafen und so. Ich glaube, die rechnen einfach nicht damit, dass da irgendjemand den ganzen Weg geht und jedes Mal auf die gleichen Produkte stößt. Das ist eher eine Gegend für Leute, die die Geselligkeit lieben, gell?
Ja, es ist eine schöne Gegend und es ist da jetzt am Vormittag auch noch nicht wirklich überlaufen, das passt schon alles. Was mir wirklich stört, ist das, es ist gefühlt alle 50 Meter Ausschank. Gegen die habe ich auch noch nichts, selbst wenn da Leute sitzen und sie dann unterhalten, habe ich natürlich immer noch nichts dagegen. Ja, jetzt was eh. Es steht überall ein Kompressor zu wegen der Kühlung und dem Strom. Und damit hast du auf diesem ganzen Weg eigentlich zumindest am Wochenende keinen wirklich ruhigen Abschnitt, weil es ist immer ein Wirbel, und zwar irgendein technischer Wirbel. Ja, für den Fall, dass mein Wille geschehe, waren da die ganzen Generatoren wieder weg. Da hinten in dem Einschnitt drinnen, wo der Kirchturm siehst, da ist das Baden drinnen. Ja? Ja, wenn der Lobby angewurzelt stehen bleibt, dann hat das meistens einen Grund, nämlich dass wieder weitere 5 km voll sind. Also 10 km? Ja. Sehr gut. Ja, also 10 km auf dem WMW Community Trail. Da drüben ist ein ganz verlockendes Aussichtsbankerl, das nehmen wir jetzt für unsere zweite Rast. Ja, ein sehr trefflich kommendes Bankerl, gell? Ja, mit Auswahl. Nein, mit Auswahl bin ich noch nicht gesessen, da sind wir ein bisschen weiter gegangen. Radfahrerhorden sind da drüben. Man hat in dem Beethoven-Wanderweg nämlich eigentlich zwei Ebenen. Die da hier unten und oben da so am Waldrand entlang. Da verläuft nämlich der Rückweg dann, wenn man nach Mödling wieder zurückkommt. Man hat das Gefühl, gell, dass einem alle 500 Meter einer was verkaufen will. Ja. Das ist ja Einkaufsstraße. Tja, die Schilder über die Vogelwelt haben nicht mit der Pflanzenwelt gerechnet. Schau, wie das so ein mittelsames Schild, was aber nichts zu sagen hat. Ein Aquädukt ist da. Damit die Straße unter durchführe. Diese Straße führt in die Einöde. Und da oben ist der Pfaffstättener Kogel. Ja, Baden wird zum ersten Mal sichtbar, wenn man dann dieses Eck kommt. Das ist ein wichtiges Zwischenziel für uns. Sparsam die ganze Geschichte in Mödling markiert ist, in Baden ist super, gell? Ja. Da was ausschaut, ob es ins Nichts ginge. Schau, da ist der, auf der Trafostation ist tatsächlich der 40er drauf. Ja, Gumpolskirchen über Beethovenweg, da kommen wir her auf der Wiener Hochquellenleitung. 4,6 Kilometer vom Gumpolskirchenweg sind wir gegangen. Ja. Gumpolskirchen, 6,5 Kilometer über die Einöde auf dem Beethovenweg, nämlich das war dann der Rückweg, den es da noch gibt. Ne? Aber wir machen das jetzt so, wir gehen nicht auf den Beethovenweg weiter, wir gehen jetzt da nach Baden hinunter und machen einmal einen Rast bei der Eisdiele. Gar nicht so lange her ist, dass Baden gemeinsam mit vielen anderen großen Bädern Europas in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden ist. Ja, und da sieht man jetzt schon eine Informationstafel davon. Das ist hübsch da, oder? Ja. Sehr schön. Das ist auch alles sehr gepflegt. Das ist ein Hübschstück, gell? Kann man gar nichts sagen. Ja, Baden-Josefsplatz für alle Leute, die mit der Partnerbahn wegfahren wollen oder für uns,
dann da noch ein bisschen weiter drüben. Ja, einen schönen Samstag in der Fußgängerzone vom Baden zu filmen, ist fast unmöglich. Deswegen habe ich das auch ziemlich lassen. Wir gehen also jetzt in Richtung Bahnhof los. Die Bahngasse. Aha, noch 80 Meter. So, also 15 Kilometer geschafft am Bahnhof Baden. Morgen geht's weiter. Und jetzt dürfen wir schauen, dass wir unseren Zug erwischen. Ja. Du musst übrigens nicht so oben schauen, damit man möglichst nicht vor dein Gesicht sieht. Da kannst du ruhig auch freundlich in die Kamera lassen. Na gut, das lasse ich drinnen. Und lieber Bella, bist du voller Tatendrang? Ja. Gut. Auf vom Bankerl. Verlassen wir das Bankerl und gehen wir in Richtung Jägerhaus.